Einbrüche im Wirtschaftswachstum im zweistelligen Bereich, mehr als wir hier in Europa jemals hatten, selbst zu schlimmsten Corona-Zeiten. Man sieht das nicht, wenn man durch Moskau reist, aber ich glaube schon, dass es Sie trifft. Professor Markus Rudolph von der Otto Beisheim School of Management. Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren. Und dann gehen wir jetzt live rüber in die Bundespressekonferenz zum Bundeswirtschafts- und Klimaminister Habeck. Na, aber dann ist ja immerhin noch Platz. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Doch nicht mehr. Sehr geehrte Herren hier auf dem Podium, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Mit Blick auf die Zeit würde ich auch die Fotokollegen bitten, hier vorne die Reihen etwas zu lichten, dass alle etwas sehen. Vielen Dank. Ich begrüße Sie alle zu dieser späten Stunde für die Bundespressekonferenz, zumindest für unsere Verhältnisse. Und ich gehe mal davon aus, dass das, was wir heute vorgestellt bekommen, inhaltlich die späte Stunde wettmacht. Es werden nämlich vorgestellt die Ergebnisse des Stresstests, die zweite Sonderanalyse für den Winter 2022/2023, sehnlichst erwartet. Ich möchte Ihnen dazu unsere Gäste vorstellen, Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, zu meiner Rechten von Ihnen aus gesehen links, Staatssekretär im BMWK Patrick Greichen und dann die Vertreter der Übertragungsnetzbetreiber, Herr Stefan Kapferer von 50 Hertz, Herr Dr. Neumann von Amprion, Herr Meyer-Jürgens von TenneT und Herr Dr. Götz von Transnet BW. Herzlich willkommen an Sie alle. Schön, dass Sie unsere Gäste sind. Wir begrenzen diese Pressekonferenz mit ein wenig zeitlichem Puffer auf roundabout eine Stunde. Es gilt die altbewährte Regel, eine Frage, eine Nachfrage pro Person. Und wenn die Zeit es zulässt, dann nehme ich Sie gerne wieder auf die Liste, wenn es weiteren Fragebedarf gibt. So viel der Vorrede. Und ich übergebe an Sie, Herr Habeck. Vielen Dank. Ich leite nur kurz ein, bevor die Kollegen von den Übertragungsnetzbetreibern das Wort bekommen, um den richtigen Rahmen oder den Rahmen zu setzen. Einmal möchte ich vor die Klammer ziehen, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland hoch ist. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit. Wir sind ein Stromexportland. Wir haben eine große Netzstabilität. Wir haben genug Energie in Deutschland und versorgen unsere europäischen Nachbarn mit dieser Energie mit. Natürlich sind wir Teil eines europäischen Energiesystems. Das heißt, das, was in den europäischen Nachbarländern passiert oder eben nicht passiert, beeinflusst auch den deutschen Energiemarkt. Dieses europäische Energiesystem und dieses besondere Jahr führen dazu, dass jetzt zum dritten Mal die Versorgungssicherheit intensiv geprüft wurde, eigentlich ein Routinevorgang der Übertragungsnetzbetreiber. In diesem Jahr ist aber nichts Routine. Ein Jahr, das geprägt wurde durch die Ausfälle oder energiepolitisch geprägt wurde durch die Ausfälle von russischem Gas und ihrem Ersatz, von dem Nicht-am-Netz-Sein der französischen Atomkraftwerke in einem großen und stetigen Ausmaß, dann das Niedrigwasser im Rhein, das früh im Jahr kam und tiefer ging als das Jahr 2018, das bisher das trockenste oder das Jahr mit den niedrigsten Pegelständen war, was insofern eine Relevanz für die Energieversorgung hat, als die Kohleschiffe, die ja die Steinkohlekraftwerke erreichen müssen, teilweise nicht mehr voll beladen werden können. Die Wasserkraft in Norwegen bis zu den Alpen hat ebenfalls in dem Sommer gelitten. Dazu kommt, dass wir in den letzten Jahren, ich habe hier vor ein paar Monaten gesessen und die Folien hochgehalten, beim Ausbau der erneuerbaren Energien und beim Stromnetzausbau geschlurrt haben und schlecht waren. Wir heißt Deutschland insgesamt, aber das hat natürlich in bestimmten Regionen zu besonderen Engpasssituationen geführt. Der Stresstest wurde von uns am 17. Juli an die Übertragungsnetzbetreiber mit Parametern übermittelt. Wie gleich zu hören sein wird, sind die Parameter durch die Wirklichkeit des Jahres selbst schon während der Berechnung übertroffen worden. Sind wir am 17. Juli noch von dem trockensten bisher und katastrophalsten Jahr ausgegangen, 2018,
waren die Pegelstände im Rhein während der Berechnung unter den Pegelständen von 2018 und die tiefsten Pegelstände wurden erst im Oktober gemessen. Wir haben immer gedacht, 300 Euro pro Megawattstunde Gas ist ein Extremszenario. Während der letzten Wochen wurde der Preis über 300 Euro noch erreicht und wir hatten zwischendurch Spitzen von 350 Euro. Die Trockenheit hat nicht nur Südeuropa, sondern auch Nordeuropa in ihre Krallen bekommen, entsprechend die Situation an den Kohlekraftwerken. So dass wir oder die Übertragungsnetzbetreiber während der Arbeit gesagt haben, wir müssen die Szenarien nachschärfen. Und das wurde auch getan. Sie werden gleich 4 Szenarien vorgestellt bekommen, die nach oben skaliert immer extremere Annahmen machen und die Auswirkungen auf das deutsche Energiesystem. Zwei letzte Bemerkungen oder Anmerkungen. Erstens, es ist ein Stresstest. Das heißt, er geht immer vom Worst-Case-Szenario aus, entlang der Annahmen. Ich werde darauf nachher noch einmal bei einer politischen Einordnung und den politischen Konsequenzen zu sprechen kommen. Und zweitens, die Szenarien sind immer Ausschnitte. Zwischen den Szenarien ist natürlich eine breite Skala von anderen möglichen Szenarien. Das ist ja eine Projektion der Wirklichkeit, aber die Wirklichkeit entwickelt sich natürlich zwischen diesen Szenarien. Dennoch gibt der Stresstest mit den durchgerechneten Szenarien uns ein sehr gutes Bild über das, was politisch notwendig oder nicht nötig ist. Dazu dann nach den Vorträgen mehr. Vielen Dank bis hierhin. Dann machen wir weiter bei den Herren der Übertragungsnetzbetreiber. Ich beginne bei Herrn Dr. Götz. Bitte sehr. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Mein Name ist Werner Götz, ich vertrete die Transnet BW. Ich würde Ihnen ganz kurz die Beauftragung und die von uns durchgeführte Berechnungsmethodik vorstellen wollen. Herr Habeck hat eingeführt, dass wir im Juli beauftragt wurden, uns sehr kritische Prämissen anzugucken und damit die Kernfragen, was erwarten wir in Bezug auf die Stromnachfrage, also ist die Leistungsbilanz gedeckt und die Frage, ist die Netzsicherheit und die Netzstabilität gewährleistet, in Simulationsrechnungen bewertet haben. Zur durchgeführten Methodik. Die erste zentrale Zielsetzung für uns war die Klärung der Frage, ob unter den gewählten Prämissen die elektrische Energie national in Deutschland und europaweit jederzeit gedeckt werden kann. Wir bezeichnen das als Leistungsbilanzbetrachtung. Das heißt konkret, wir ermitteln für jede Stunde des Jahres, also für alle 8.760 Stunden, die konkrete Frage, ist der Bedarf, den wir national in Deutschland, den wir in Europa sehen, gedeckt durch den gegebenen Kraftwerkspark. Auf Basis der aktuellen Erzeugungssituation heißt es auch, wir haben eine Wetterabhängigkeit zu bewerten. Wir haben das exemplarisch durchgeführt für das Jahr 2012. Das heißt, das Wetterjahr, das historische Wetterjahr 2012 ist hier als Eingangsparameter unterstellt worden. Warum 2012? Weil wir im Jahr 2012, der ein oder andere wird sich erinnern, einen sehr kalten, ich würde fast sagen extrem kalten Winter hatten, sodass wir hier, um hier auch wirklich in den Prämissen unsere Fragestellung hart zu treffen, ein Extremwetterjahr unterstellt haben. Durchgerechnet wurde dann, wie gesagt, jede einzelne Stunde. Wir haben ermittelt, inwieweit auf Basis einer europaweiten Marktbetrachtung Angebot und Nachfrage jederzeit gedeckt werden kann. Die zweite zentrale Fragestellung, die wir bewertet haben, war, ist die Energie, die wir erzeugen, auch über unser bestehendes Transportnetz transportabel dorthin, wo die Energie gebraucht wird. Das ist eine Fragestellung, die sich mit der Netzsicherheit in einem engpassfreien, sicheren Netzzustand beschäftigt. Vor diesem Hintergrund sind ermittelt worden notwendige Netzeingriffe, die den Markteinsatz einschränken, also unter dem Schlagwort Redispatch. Inwieweit sind Redispatch Bedarfe gegeben? Zu welchen Stunden sind kritische Netzsituationen erwartbar? Und wie wären die Maßnahmen, die da notwendig wären, um diese kritischen Netzsituationen zu beherrschen? Wir haben hier zwei kritische Netzsituationen bewertet. Das eine ist im Prinzip die, was wir als hohe Erzeugungssituation
sehen, also hohe Nachfrage, hohe Erzeugung. Und das andere ist das, was Sie in der Allgemeinheit als Dunkelflaute betrachten. Beide Fälle sind von uns bewertet worden. Ich würde zu der Erläuterung der Prämissen an meinen Kollegen Tim Mayr-Jürgens von der TenneT übergeben. Genau, dann machen wir weiter. Gut, dann auch von meiner Seite schönen guten Abend. Mein Name ist Tim Mayr-Jürgens, vertrete die TenneT hier und darf Ihnen heute nochmal die Szenarien vorstellen, die wir zugrunde gelegt haben. Bevor ich auf die Szenarien komme, noch einmal ein kleiner Exkurs zum Redispatch, denn das Wort ist oft in aller Munde, doch ist nicht immer jedem klar, was wir darunter verstehen. Also zur Ausgangssituation nochmal, wir haben ja in Deutschland ein Elektrizitätsnetz, das Engpässe aufweist, da wir gerade im Norden und Nordosten Deutschlands sehr viel Erzeugung haben, während wir im Süden und Südwesten eher hohe Last vorfinden. Ja, und dazwischen muss das Netz eben die Übertragungsleistung vollbringen und ist nicht überall ausreichend ausgebaut bisher. Man kann es also kurz zusammenfassen, wir haben im Nordosten relativ viel Leistungserzeugung, wohingegen wir im Südwesten zu wenig haben. Und das führt dann teilweise zu Leitungsüberlastungen, denen wir entgegenwirken müssen. Außerdem, aufgrund der zentralen Lage Deutschlands in Europa, sind wir auch für den Transit natürlich eine zentrale Drehscheibe für die Leistungsflüsse aus den nordischen Ländern Richtung Südeuropa und auch im Ost-West-Transport. Die Behebung dieser Engpässe, das machen wir durch den sogenannten Redispatch. Wir unterscheiden dort in sogenannten negativen Redispatch und positiven Redispatch. Das heißt, der negative Redispatch bedeutet, dass wir Leistungen im Nordosten absenken und im gleichen Maße dann in Südwestdeutschland vorhandene Kraftwerke hochfahren mit positivem Redispatch. Und dadurch, dass wir die Energiebilanz ausgleichen, können wir dann die Leitungen entlasten und stellen so einen sicheren Netzbetrieb sicher. Wenn wir zu den Grundlagen für die Analyse kommen, wir haben ja eine Bedarfsanalyse 2022 gemacht, die finden Sie auch nochmal in dem Ausdruck auf Seite 6. Und wir hatten, wie Herr Minister Habeck das angekündigt hatte, dann im Frühjahr eine Sonderanalyse gemacht, weil wir eben aufgrund der Situation in der Ukraine gesehen haben, dass wir eine angespannte Netzsituation haben und haben dann gerechnet, was es bedeutet. Dazu kamen in diesem Jahr viele weitere Einflüsse auf unser Netz. Einige davon sind angesprochen worden. Wir sehen eine extreme Trockenheit in ganz Europa. Wir sehen, dass in Frankreich ein Großteil der Kernkraftwerksflotte nicht zur Verfügung steht. Und das hat dazu geführt, dass wir eben in dieser Analyse nochmal drei weitere Szenarien betrachten. Drei Szenarien, die hier als Plus, Doppelplus und Dreifachplus gekennzeichnet sind, indem wir die Verfügbarkeit der Kernkraftwerke in Frankreich von ursprünglich 61 GW auf 45 bzw. im dritten Szenario 40 GW absenken, in der wir berücksichtigen, dass wir einige Kraftwerke jetzt aus der Netzreserve zurückführen in den Markt, also Kohlekraftwerke, die dem Markt damit wieder zur Verfügung stehen, aber auch nicht immer voll verfügbar sind. Wir haben berücksichtigt die besondere Situation des Kohletransports auf den Flüssen und auch die Verfügbarkeit von Kühlwasser. Die haben wir in den verschiedenen Szenarien mit einem Abschlag von 2, 3 bzw. 3,75 GW berücksichtigt. Auch die Verfügbarkeit der Netzreserve haben wir in den einzelnen Szenarien weiter reduziert. Genauso wie die Verfügbarkeit von Gas für den Einsatz in Gaskraftwerken, vor allem in Süddeutschland und Österreich. Wir sind also von ursprünglich 100% in den Szenarien 2+ und 3+ auf 75% bzw. 50% runtergegangen in der Gasverfügbarkeit. Was wir auch berücksichtigt haben, ist aufgrund des Gasmangels, dass eventuell eine höhere elektrische Last auftritt, indem eben elektrisch geheizt wird, zum Beispiel durch Heizlüfter. Das haben wir mit 1,5 GW bzw. im dritten Szenario mit 2,5 GW berücksichtigt. Und auch schon, wie angesprochen, die höheren Gaspreise, die dann Auswirkungen natürlich auch auf den Einsatz der Gaskraftwerke haben. Das ist letztendlich die Grundlage gewesen, verschieden starker Stress für das Netz von einem Szenario, das ja aufgrund der besonderen Gegebenheiten, die wir heute haben, sicherlich
ein Stress für das Netz ist, aber auch nicht völlig aus der Welt, bis hin zu dem 3-Plus-Szenario, wo wir wirklich alles nochmal überlagert haben, was wir uns im Moment denken können und was schon ein wirkliches Worst-Case-Szenario ist. Und auf Basis dieser Szenarien haben wir dann eben das Netz untersucht, einmal hinsichtlich der Leistungsbilanz, wie Herr Dr. Götz das ausgeführt hat, und zum Zweiten hinsichtlich des Redispatch und der Netzsicherheit. Und damit würde ich dann an meinen Kollegen Hendrik Neumann weitergeben. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Hendrik Neumann, technischer Geschäftsführer der Amprion. Ich möchte mit Ihnen im Folgenden einmal die wesentlichen Ergebnisse dieser Sonderanalyse durchgehen. Das ist in Ihren Folien auf der Seite 7 im Handout. Und zwar haben wir zwei Untersuchungsschwerpunkte gehabt. Zum einen die Untersuchung der Stromnachfrage und zum anderen ja die Frage der Netzsicherheit. Insgesamt sind das exakt 4 Szenarien, die wir uns angeschaut haben. Also einmal das Szenario Plus bis zum Szenario Dreifach Plus und dann die zusätzliche Sensitivität hinsichtlich der Kernkraftwerke im Streckbetrieb. Ja, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, dann wird deutlich, und das ist erwartungsgemäß, dass hier eine ganz unterschiedliche Kritikalität vorliegt. Man kann allerdings zusammenfassend sagen, dass sich die Versorgungssituation in allen 3 Szenarien doch als äußerst angespannt darstellt. Sie sehen das in der Grafik, das bezogen auf das europäische Marktgebiet in allen 3 Szenarien Stunden auftreten, in denen die Last nicht gedeckt ist. Und zwar erstreckt sich hier die Spannbreite von 14 Stunden mit bis zu 7 Gigawatt, also 7000 Megawatt im Szenario Einfach Plus, bis zu 91 Stunden mit 19 Gigawatt im Szenario Dreifach Plus. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, so über den Daumen gerechnet, 7000 MW, das entspricht ungefähr der Versorgung von 7 Millionen Menschen. In Deutschland sehen wir ab dem Szenario Zweifach Plus ebenfalls Stunden mit Lastunterdeckung. In diesem Szenario Doppel Plus in der Größenordnung von ca. 1 bis 2 Stunden mit bis zu 700 Megawatt. Auch da vielleicht nochmal, um ein bisschen ein Fingerspitzengefühl dafür zu bekommen, was bedeuten 700 MW. Das entspricht ungefähr dem Verbrauch der Großstadt Frankfurt. Im Szenario Dreifach Plus ist die Versorgungssituation erwartungsgemäß besonders kritisch. Dort sehen wir in bis zu 12 Stunden Lastunterdeckung mit bis zu 8000 Megawatt. Ja, was bedeutet das konkret? Das würde ich Ihnen gerne auch noch mal kurz erläutern. Das bedeutet, sollte eine solche Situation eintreten, so greifen hierfür die von den Übertragungsnetzbetreibern vorbereiteten Prozesse, einmal der deutschen ÜNB, aber natürlich die Prozesse in Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern. Und das beinhaltet auch, dass national sowie international alle verfügbaren Reserven eingesetzt werden. Sollte das nicht reichen, um die Systemsicherheit zu gewährleisten, erfolgt dann ein Prozess, in dem das geordnete Abschalten von Verbrauchern für einen begrenzten Zeitraum dazu dient, dass die Sicherheit des Gesamtsystems weiterhin gewährleistet bleibt. Bei der Untersuchung zur Netzsicherheit, also dem Untersuchungsschwerpunkt 2, haben wir berechnet, wie hoch der Eingriff der ÜNB notwendigerweise ist, um die Erzeugung in die Erzeugung, um die Netzsicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Das ist genau das, was der Kollege Meyer-Jürgens erklärt hat, was wir mit Redispatch bezeichnen. Besonders kritisch ist hierbei die Verfügbarkeit von Kraftwerken zur Erhöhung der Leistung im Süden und im südwestlichen Teil unseres Netzes. Über die 3 Szenarien, das sehen Sie auf der Folie 8, zeigt sich, dass mit Verschärfung der Annahmen auch die Intensität der notwendigen Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber, also der Redispatch-Bedarf, steigt. Eine weitere wesentliche Erkenntnis ist, dass in keinem dieser 3 Szenarien das in Deutschland verfügbare Redispatch-Potenzial ausreicht, um die Netzsicherheit zu gewährleisten. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass zusätzlich zu der in Deutschland verfügbaren Netzreserve und der bereits in Österreich oder mit Österreich kontrahierten Leistungen weitere Redispatch-Leistungen im Ausland in doch erheblicher Höhe notwendig ist, um die Netzsicherheit weiter zu gewährleisten. Und die Analysen zeigen, dass wir hierzu eine Spannbreite von 4,3 Gigawatt bis zu 8,6 Gigawatt im Szenario Dreifach Plus benötigen.
Lassen Sie mich an der Stelle noch einmal anmerken, ob diese Leistung dann tatsächlich zur Verfügung steht, ist aufgrund der in ganz Europa angespannten Versorgungslage unsicher. Schließlich kämpfen alle unsere Nachbarländer mit sehr ähnlichen Herausforderungen. Dann würde ich gerne, das ist auf der Folie 9, einmal darauf eingehen, was die Auswirkungen der drei Kernkraftwerke im Streckbetrieb bedeutet und sowohl für die Versorgungssituation als auch dann im Weiteren für die Netzsicherheit. Wir hatten hierzu mit dem BMWK vereinbart, dass wir diese Sensitivität im Szenario zweifach plus, also in dem mittleren Szenario, ermitteln und dabei zunächst der Blick auf die Versorgungssituation. Das ist ja letztlich genau die Frage, ob zu jedem Zeitpunkt ausreichend Stromerzeugung vorhanden ist, um die Nachfrage, also den Stromverbrauch, zu decken. Hier zeigen die Analysen, dass alle drei Kernkraftwerke einen Beitrag zur Reduzierung der Lastunterdeckung in Europa und in Deutschland leisten. In Deutschland führt dies dazu, dass Lastunterdeckungen weitestgehend vermieden werden können. Dann noch einmal der Blick auf die Netzsicherheit, also den zweiten Untersuchungsschwerpunkt im Sensitivitätsszenario mit den drei Kernkraftwerken im Streckbetrieb. Da zeigt sich, zeigt die Netzsicherheitsanalyse mit den drei Kernkraftwerken im Streckbetrieb, dass wir zu einem geringeren Redispatch-Bedarf insgesamt kommen. Das heißt, das Netz ist weniger stark und auch weniger häufig überlastet. Es bleibt allerdings insgesamt auf einem weiterhin hohen und kritischen Auslastungsniveau. Die im Ausland zusätzlich vorzuhaltende Leistung für Redispatch sinkt durch die drei Kernkraftwerke im Streckbetrieb um ca. 0,5 Gigawatt, bleibt aber weiterhin hoch. Was die Analysen auch zeigen, ist, dass wir weniger häufig und weniger stark auf den nicht sicher im Ausland verfügbaren Redispatch zurückgreifen müssen. Dieser Sicherheitsgewinn ist in einigen Stunden noch deutlich höher als die in der kritischen Stunde, in der dimensionierungsrelevanten kritischen Stunde mit 0,5 GW ermittelt worden ist. So haben die Analysen gezeigt, dass wir in einigen Stunden teilweise über einem Gigawatt weniger Redispatch aus dem Ausland benötigen. Damit übergebe ich an den Kollegen Kapferer zu meiner Linken. Ja, vielen Dank, Hendrik. Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung von 50 Hertz. Auf Seite 11, da sind wir inzwischen angekommen. Finden Sie nochmal zusammengefasst in kurzen Botschaften das, was der Kollege Neumann gerade eben vorgetragen hat. Also nochmal zusammengefasst die Frage hinsichtlich der Leistungsbilanz, die in dem zweitkritischsten und in dem kritischsten Szenario auch in Deutschland nicht in allen Stunden ausreichend gedeckt ist und insbesondere hinsichtlich der Netzsicherheit, wie Herr Neumann gerade eben ausgeführt hat, wo wir in allen Szenarien einen erheblichen Redispatch-Bedarf sehen. Und Sie sehen auch nochmal dort aufgeführt, wie im mittleren, also im zweitkritischsten Szenario, die Nutzung der drei Kernkraftwerke sich auswirken würde hinsichtlich der Lastabdeckung und der Netzsicherheit. Wir haben zusätzlich auch noch berechnet, wie ist die Auswirkung auf den Gasverbrauch. Und Sie finden auch diese Zahl dort, nämlich 0,9 Terawattstunden weniger Gas würde in Deutschland verstromt werden, 1,5 Terawattstunden weniger im europäischen Ausland. Insgesamt, glaube ich, ist klar geworden, dass wir vor einer angespannten Situation in ganz Europa im Winter stehen. Und deswegen finden Sie auf der Seite 12 die Vorschläge der Übertragungsnetzbetreiber, um dieser Situation vor allem natürlich in Deutschland, aber auch im Energiebinnenmarkt gerecht zu werden. Und unsere Botschaft ist ganz klar, es ist sinnvoll und notwendig, alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Stromerzeugung und der Transportkapazitäten zu nutzen. Das erstere, Stromerzeugung, je nach Standort der Erzeugungskapazitäten, dient zum einen natürlich dem Redispatch-Bedarf im Süden, der ja sehr hoch ist, wie wir geschildert haben, und dient natürlich insgesamt zur Lastabdeckung. Die Erhöhung der Transportkapazitäten dient natürlich vorrangig der Notwendigkeit, den Redispatch-Bedarf zu senken. Deswegen ist auch der erste Vorschlag, die Transportkapazität innerhalb Deutschlands zu erhöhen. Das ist möglich mit witterungsabhängigem Freileitungsbetrieb. Sie wissen, dass je nach Temperatur Netze unterschiedlich ausgelastet werden können. Dazu ist es notwendig, einen erheblichen Datenbedarf auch zu haben. Und entsprechende gesetzliche Regelungen können dabei auch helfen.
Und wir schlagen vor, dass hier die Bundesregierung tätig wird, um die Nord-Süd-Transportkapazität zu erhöhen. Zweitens, wir brauchen klare und verbindliche Absprachen über das Redispatch-Potenzial im Ausland. Es ist jetzt wiederholt gesagt worden, dass wir derzeit als Übertragungsnetzbetreiber versuchen, weitere 1,6 Gigawatt zu kontrahieren. Aber das ist kein Selbstläufer. Die Situation in den Nachbarländern ist angespannt. Deswegen müssen wir natürlich hier auch gucken, dass wir mit den Nachbarländern in einen intensiven Austausch gehen und verbindliche Absprachen treffen. Drittens, wir schlagen vor, vertragliches Lastmanagement möglich zu machen. Was heißt das? Der eine oder andere wird sich erinnern, dass wir bis Mitte diesen Jahres die sogenannte Ablauf hatten, die Möglichkeit, die Verordnung zur Abschaltung von Lasten. Da werden Industrie oder wurden Industriebetriebe vergütet, wenn sie für Stunden Last vom Netz genommen haben, um systemdienlich dann das Netz nutzen zu können. Das ist ausgelaufen im Juni. Wir sagen nicht, man muss dieselbe Regelung wieder einführen. Aber es ist sicherlich sinnvoll, für den bevorstehenden Winter darüber nachzudenken, gibt es große Lasten, die bereit sind, gegen eine entsprechende Entschädigung dann Last aus dem System zu nehmen, wenn es dem System nutzt und wir dafür dann Lastunterdeckung vermeiden können oder möglicherweise im Süden dann auch das Redispatch-Potenzial absenken können. Viertens, alle Reserven, die Netzreserve, aber auch die netztechnischen Betriebsmittel sollen natürlich für alle Notwendigkeiten im Strommarkt zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und schließlich der fünfte Punkt. Wir müssen natürlich die Nutzung aller Erzeugungskapazitäten in diesen Stresssituationen absichern. Die Kollegen haben darauf hingewiesen, dass wir ja in den Stresssituationen gerechnet haben, wann stehen wie viel Kohlekraftwerke zur Verfügung. Das ist natürlich ganz entscheidend. Ist die Kohleversorgung gesichert durch die entsprechenden Transportkapazitäten? Sind die entsprechenden Genehmigungen wasserrechtlich, emissionsrechtlich erteilt? Das muss alles jetzt zügig gelöst werden. Wir brauchen natürlich auch die Situation, dass insbesondere dort, wo die Gaskraftwerke für Redispatch im Süden benötigt werden, auch dort gewährleistet ist, dass das funktioniert. Und schließlich unter 5C unser Hinweis, dass natürlich auch ein Baustein wäre aus unserer Sicht die Verfügbarkeit der Kernkraftwerke, um bei kritischen Situationen die Beherrschbarkeit des Systems zu steigern. All das sind hoheitliche Fragestellungen oder gesetzgeberische Fragestellungen. Darüber sind wir bereits im Austausch mit dem Ministerium. Es ist eben gesagt worden, wenn das alles nicht reicht, dann haben wir natürlich immer noch Möglichkeiten, nämlich entweder den Export ins Ausland dann entsprechend anders zu steuern oder dann auch regional Last aus dem System zu nehmen. Das wäre dann nicht mehr auf der Grundlage einer freiwilligen Vereinbarung. Auf der letzten Seite finden Sie noch eine kleine Übersicht. Was bringen die einzelnen Maßnahmen, die wir gerade vorgestellt haben? Ich glaube, ich will das jetzt nicht im Einzelnen vorstellen, um die Zeit auch nicht zu sprengen. Aber Sie sehen, dass doch erhebliche Kapazitäten grundsätzlich zur Verfügung stehen, sowohl beim Lastmanagement als auch in den einzelnen Reserven. Aber das natürlich bitte auch Sie berücksichtigen, dass Sie das jetzt nicht aufaddieren. Das kann man nicht alles aufeinander stapeln und dann kommt raus, dass wir eigentlich gar kein Problem haben, sondern es zeigt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche sind natürlich nur zur Lastdeckung geeignet, manche sind dann für die Netzsicherheit geeignet. Das gibt nochmal einen kleinen Überblick, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, wir glauben, dass ein Set von Möglichkeiten notwendig ist, um den kommenden Winter dann auch sicher zu beherrschen. Ja, soweit die Pressekonferenz zum Stromstresstest mit Wirtschaftsminister Habeck. Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Habeck sagte zu Beginn, die Versorgungssicherheit in Deutschland, die sei hoch. Deutschland sei ein Stromexportland und versorge die Nachbarländer mit. Jetzt wurde erneut die Versorgungssicherheit geprüft. Herausforderungen gibt es unter anderem wegen der Trockenheit, wegen des Niedrigwassers im Rhein, wodurch zum Beispiel Kohleschiffe nicht voll beladen werden können. Die Trockenheit in Europa und der Ausfall von Kernkraftwerken in Frankreich, das seien weitere Herausforderungen. Laut einer Pressemitteilung wurde außerdem bekannt, dass zwei der drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland als Notreserven zur Verfügung stehen sollen. Und zwar sind das Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern. Ja, und wir vertiefen das Thema in wenigen Minuten mit unserer Korrespondentin Sarah Frühauf in Berlin, gleich dann hier bei Tagesschau 24. You'll never walk alone. Niemand solle allein gelassen werden mit den Folgen von Inflation und hohen Energiekosten.
Das hat Kanzler Scholz gestern noch einmal versprochen, als er die Koalitionspläne für weitere Entlastungen präsentierte. Doch trotz der 65 Milliarden Euro, die das dritte Paket kosten soll, will die Kritik nicht verstummen. Betriebe sehen sich nicht ausreichend gestützt und auch die Menschen, die ohnehin wenig haben oder verdienen. Richterlich ja auch geurteilt wurde in Deutschland. Deswegen müssen wir uns konkret die Szenarien anschauen und die richtigen Schlüsse daraus ableiten. Und für mich, wenn ich das so sagen darf, haben diese Studien durchaus überraschende Ergebnisse. Ergebnisse, die ohne diese Studien so nicht zu erwarten gewesen wären. Wenn ich kurz beginnen darf, die Debatte begann ja im März mit der Frage, kann der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke eine signifikante Menge an Gas einsparen? Und wir sehen jetzt in dieser Studie, dass der Einsparanteil von Deutschland noch geringer ist als erwartet, unter 1 Promille liegt. Für das europäische Ausland ist er höher, was man leicht erklären kann. Die Gaskraftwerke, die im Moment laufen, produzieren im Wesentlichen Strom für das europäische Ausland. Aber für Deutschland ist der Einsparanteil so gering, dass, wie am Anfang der Debatte schon festgestellt, dass die Abwägung, eine Hochrisikotechnologie für eine geringe Menge 0,9% des Gasverbrauchs in Deutschland zu reduzieren, meiner Ansicht nach nicht verhältnismäßig wäre. 0,09. Die zweite Erkenntnis ist, dass sich das deutsche Stromsystem als sehr robust erweist und dass wir genug Stromkapazitäten in Deutschland haben, um die Versorgungssicherheit und die Netzstabilität zu garantieren und die Netzsicherheit ebenfalls auszufüllen. Deswegen haben auch die Basisstudien der Übertragungsnetzbetreiber das immer wieder bestätigt. Unter Annahme der Probleme, die im Wesentlichen durch Ausfall auch der europäischen Kraftwerke und der Redispatch-Kapazitäten im europäischen Ausland entstehen, gibt es unter bestimmten Szenarien, sehr kalter Winter, große Ausfälle von Atomstrom in Frankreich beispielsweise, stundenhafte Mangelsituationen, die Sie noch einmal für Deutschland bezogen auf der Seite, ich glaube, es ist die Seite 9, dort finden. Bei dem Plus-Plus-Szenario, das ja schon davon ausgeht, dass wir erhebliche Mengen nicht zur Verfügung haben, wie eben ausgeführt, beträgt der Anteil der Versorgungs-, der fehlenden Strommenge 0,7 bis 1 Gigawattstunde bei 1 bis 2 Stunden pro Tag. Und dann in dem nächsten Szenario 12 Stunden von 7 bis 8 Gigawatt. Das ist dann wiederum erheblich. Der Anteil der Atomkraftwerke ist also messbar, aber er speist sich aus einer Situation, die maßgeblich dadurch hergestellt wird, dass im europäischen Ausland insgesamt diese Engpässe sind. Und die dritte Überraschung ist eine doppelte, wenn ich das so sagen darf, oder Erkenntnis. Überraschung ist vielleicht das falsche Wort, ist eine doppelte. Bei der Netzstabilität, beim sogenannten Redispatch, wie Herr Meyer-Jürgens ausgeführt hat, gibt es dann doch eine große Lücke. Und wenn ich das sagen darf, eine erstaunlich große Lücke. Und in der großen Lücke hat die Atomkraft einen relativ geringen Anteil, diese Lücke zu schließen. Die Lücke beträgt in den Szenarien zwischen 4 Gigawatt und 8 Gigawatt, mit ein paar Kommazahlen hinterher. Die Atomkraft verringert sie um 0,5 Gigawatt. Was heißt das politisch? Wir brauchen ein Set von Maßnahmen. Und das ist ja auch die Empfehlung, die Empfehlung der Übertragungsnetzbetreiber. Nicht die eine Maßnahme hilft und schon gar nicht beim Redispatch, also beim Schließen der Kapazitätslücke für die Netzstabilität. Die erste Maßnahme ist eine, die hier gar nicht erwähnt wurde. Und das ist auch richtig so, denn es ist ja ein Stresstest. Er soll also von Extremannahmen ausgehen. Ich will aber sagen, dass es eine gewisse Plausibilität hat, dass mit gesteigerten Extremen der Preis für den Strom natürlich steigt und in den Extremszenarien, ich würde sagen, extrem hoch ist. Das heißt, wir werden im Markt Verbrauchsreduktion sehen, einfach durch den hohen Preis. Alles andere wäre unplausibel. Aber noch einmal, wir können es uns leisten, und das ist auch richtig, diese Unplausibilität in die Studie mit reinzustellen. Denn wer weiß schon, ob es nicht doch irgendwie anders kommt, weil Leute sich kontraintuitiv gegen die ökonomischen Überlegungen dann doch entscheiden, die Stromverbräuche hochzuhalten oder die Industrie
trotzdem weiter produziert. Aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sind die Sensitivitäten im Markt größer und hier nicht berücksichtigt, was jedenfalls in den mittleren Szenarien das Problem verringern würde. Trotzdem, wir sind hier nicht in einer Situation, wo wir auf das Beste hoffen können, sondern wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Und deswegen braucht es weitere Maßnahmen. Ein paar sind genannt. Maximale Auslastung des Stromnetzes, weitere Kapazitäten ans Netz bringen. Kohle haben wir schon gesagt, die Probleme im Rhein sind beschrieben. Die Auslastung von Biomassekraftwerken wird jetzt mit der dritten Ensignovelle vorgenommen werden. Das Lastmanagement wieder einzuführen, das heißt also Vorverträge zu schließen, dass Kapazitäten abgeschlossen werden, all das ist richtig. Und auch vorgelagert und notwendig, denn es passiert ja jetzt schon von Biomasse bis zu Lastmanagement. Und dann kommen wir zur Frage der Atomkraftwerke. Und man kann in der Situation nicht ausschließen, dass sie bei der angespannten Situation einen Beitrag leisten können. Die ganzen Studien gehen davon aus, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt. Und wir haben in einem gewissen Sinne die schwierige Lage, dass wir Anfang September eine Entscheidung treffen müssen, die vielleicht im Januar oder im Februar ihre Konsequenzen nach sich zieht. Deswegen ist die für mich richtige Konsequenz aus dem Gesagten und aus dem Stresstest, dass wir uns diese Option erhalten, nach dem Ende der regulären Laufzeit der Atomkraftwerke die beiden süddeutschen Atomkraftwerke in eine Reserve überführen, sodass sie wieder genutzt werden können oder weiter genutzt werden können, wenn die Situation es gebietet und wir uns dieser Option nicht entledigen. Das ist eine Entscheidung der Abwägung, denn ich sagte es schon, es ist eine Hochrisikotechnologie, die darauf den Leistungsbetrieb Ende des Jahres beenden sollte. Aber das ist eine sowohl vertretbare wie notwendige Entscheidung, meine ich. Und so werde ich es der Regierung bzw. den Koalitionsfraktionen vorschlagen. Wie ist das zu verstehen? Nun, der Stresstest, der Schlaglichter auf Szenarien liefert, kann auch rückwärts gelesen werden. Wir wissen ja im Dezember und im Januar und im Februar, man kann das skalieren, wie sich die Situation in Frankreich entwickelt hat. Wir werden im Dezember eine Ahnung haben, wie sich die Rheinpegel entwickelt haben, ob es geregnet hat. Das Gleiche gilt für die Füllstände von Wasserkraftwerken im Rhein oder in den Alpen oder auch in Norwegen. Und wir werden natürlich um den Jahreswechsel auch eine ungefähre Ahnung haben, wie viel Gasenergie wir im November und im Dezember verbraucht haben, sodass wir dann in der Lage sind, auf die konkrete Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nicht die eine Entscheidung löst unser Problem, sondern es ist ein Set von verschiedenen Maßnahmen. In diesem Set kann die Nutzung der beiden süddeutschen Atomkraftwerke eine Rolle haben, vielleicht einen Unterschied machen. Deswegen wäre es falsch, sich dieser Option zu entledigen. Ob diese Szenarien eintreten, muss genau beobachtet und gemonitort werden. Und dann haben wir in der Abwägung der verschiedenen Risiken, die wir zu treffen haben, die Möglichkeit, die richtigen konkreten Entscheidungen dann in der Situation zu treffen. Soweit. Vielen Dank.